Und der Tyrannosaurus schlägt nochmal zu. Der Suchomimus ist jetzt blut überströmt hier. Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Ja, lang ist's her, jetzt geht's aber endlich weiter hier. Wir haben ja schon die Vorrundenkämpfe hinter uns gebracht und befinden uns jetzt im Viertelfinale. Und damit ihr nochmal die Begegnungen sehen könnt, die jetzt hier noch ausstehen, blende ich mal eben die Tabelle ein. Dann könnt ihr nochmal in Ruhe gucken, welche Kämpfe noch vor uns liegen. Und wie ich ja schon mal in einem Video erwähnt habe, es wird sich einiges ändern jetzt ab dem Viertelfinale. Zunächst werden jetzt jedem Dinosaurier zwei Modifikationen zufällig zugelost. Das heißt, die Kämpfe werden dann noch intensiver, spannender und man kann noch schlechter abschätzen, welcher Dinosaurier gewinnen wird. Natürlich werden euch die Dinosaurier auch noch zugelost. Das habe ich ja schon in einem anderen Video verraten. Und derjenige, der dann den Gewinnersaurier dieses Formats am Ende hat, der gewinnt dann auch in echt einen kleinen Preis, den er dann von mir bekommt. Falls ihr neu hier seid und noch nicht wisst, wie ihr hier teilnehmen könnt, ich werde auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal genau erklären, wie das Ganze hier funktioniert und so weiter und so fort. Also bleibt auf jeden Fall dran, dann habt ihr auch noch die Chance, hier an dem Format teilzunehmen. Aber kommen wir erstmal zu der Sache mit den Modifikationen. Das erkläre ich jetzt gleich, wenn ich die Dinosaurier ausbrüte. Kommen wir erstmal zu unserem ersten Kontrahenten. Das ist der Tyrannosaurus Rex. Und diesen müssen wir erstmal natürlich erstmal finden in der Liste. Da haben wir ihn. Und diesen müssen wir jetzt natürlich Modifikation zulosen. Und wie das Ganze abläuft, das werdet ihr gleich verstehen. Ich werde jetzt erstmal einfach vier Zahlen zufällig ziehen. Und aus diesen vier Zahlen ergeben sich dann zufällig zwei Modifikationen für den Tyrannosaurus Rex. Und das Ganze machen wir natürlich mit unserem Glücksrad. Und das müssen wir jetzt viermal drehen und dadurch ergeben sich dann zwei Modifikationen. Das mache ich jetzt mal eben schnell und dann schauen wir mal. Da haben wir als erstes die 3. Die 8. Die 2. Und die 9. Die erste und die zweite Zahl gehören zusammen und die dritte und die vierte Zahl gehören zusammen. Und daraus ergibt sich dann eine Modifikation, die wir dem Tyrannosaurus hinzufügen. Das machen wir jetzt auch mal. Dafür brauchen wir natürlich unser Rad hier nicht mehr. Das blende ich mal wieder aus. Und dann geht's schon los. Dann verarbeiten wir unsere vier Zahlen mal zur Modifikation. Und das geht recht einfach. Also unsere erste Zahl ist die 3. Das heißt, wir fangen hier an zu zählen. 1, 2, 3. So, er bekommt jetzt aus dem dritten Modifikationsstrang eine Modifikation und zwar die 8. Modifikation. Das heißt, wir fangen jetzt hier an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Und damit bekommt er eine schneller Stoffwechsel 1.0 Modifikation. Hier links könnt ihr die Werte sehen, die sich verändern. Für uns sind im Prinzip nur diese ersten beiden Werte interessant. Das heißt, er bekommt 10 Verteidigungen dazu, was echt nicht schlecht ist. Und das wenden wir auch mal auf ihn an. Das hat er jetzt bekommen. Und die zweite Modifikation ergibt sich dann ganz einfach mit der zweiten Zahlenkombination. Da fangen wir genauso an. 1 und 2 ist das ja. Und dann die 9. Modifikation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da es hier vorbei ist, fangen wir wieder oben an. 9. Oh, jetzt haben wir hier schon einen Sonderfall, Leute. Wir haben jetzt hier keine Modifikation, ja. Das kann auch mal vorkommen. Das heißt, der Tyrannosaurus Rex bekommt nur eine Modifikation dazu, was jetzt echt sehr, sehr ärgerlich ist für ihn, aber er hat ja schon recht hohe Grundwerte und ich denke, er könnte schon einiges reißen mit diesen Werten, also drücken wir die Daumen und jetzt kommen wir zum Suchomimus. Natürlich müssen wir für unseren Suchomimus das Rad auch viermal drehen, dazu gehen wir erstmal auf sein Genom und dann würde ich sagen, rufen wir unser Rad auf, drehen das Ganze viermal ganz schnell. Und dann schauen wir, welche Modifikation er bekommen wird. Und da haben wir zum ersten die 2. Die 4. Die 5. Und die 7. Und mit diesen Zahlen machen wir wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Dafür blenden wir natürlich wieder unser Rad hier aus. Und dann fangen wir an, nehmen die erste Zahl. Das ist die 2, 1 und 2. Und davon nehmen wir die 4. Modifikation. 2, 3 und 4. Starke Heilung 3.0 bringt 14 Verteidigungspunkte dazu. Das ist sehr, sehr gut. Das wird ihnen auf jeden Fall helfen gegen den T-Rex.
Und dann nehmen wir die nächste Zahl, das ist die 5. Fangen wir oben wieder an. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist ein Angriffsmodifikationsstrang. Und dann nehmen wir die 7. Modifikation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starke Muskelfasern 1.0. Oh, der ist sehr, sehr gut. Angriff 12 Punkte und Verteidigung 10 Punkte. Also das ist eine sehr, sehr starke Modifikation. Das wenden wir an. Und dann hat er jetzt einen insgesamten Wert von 97 und 55. Das kommt schon nah an den T-Rex ran. Also es kann auf jeden Fall jetzt ein spannender Kampf werden mit den Modifikationen. Und ich würde sagen, ich bringe euch dann zurück, sobald die beiden Kontrahenten in die Arena eintreten. Der Tyrannosaurus Rex, oder kurz T-Rex, ist wahrscheinlich der bekannteste Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet Königsechse und er repräsentiert wahrscheinlich für viele den ultimativen Urzeitjäger. Mit einem Körpergewicht von bis zu 18 Tonnen und einer Gesamtlänge von bis zu 14 Metern ist er ein wahrer Koloss. Außerdem ist er für sein riesiges Herz und seine unglaubliche Bisskraft bekannt. Damit zählt er definitiv zu den Favoriten von Jurassic Battle. Der Suchomimus. Er gehörte zur Gattung des Spinosaurus und lebte in Afrika. Sein Name bedeutet Krokodilsnachahmer und leitet sich von seiner Schnauze ab, die an die eines Krokodils erinnert. Diese Schnauze eignet sich besser zum Zerkleinern von Fischen, anstatt zum Erlegen von größeren Landsauriern. Für diese Gattung ist nur eine einzige Spezies bekannt und im Gegensatz zum Spinosaurus fehlt dem Suchomimus das große Rückensegel. Er wird bis zu 2,7 Meter groß, 6 Tonnen schwer und bis zu 11 Metern lang. Es geht hier jetzt los, Leute. Die beiden Dinosaurier sind jetzt hier im Gehege, fressen fleißig Ziegen, trinken sich satt. Und ich werde euch jetzt verraten, wer die beiden Dinosaurier jeweils übernehmen wird. Wir fangen beim T-Rex an. Und der glückliche Gewinner beim Tyrannosaurus Rex ist... Alleine kommt man immer besser klar. Hashtag Tyrannosaurus Rex. Ich habe den ausgewählt, weil wir beide richtige Kämpfer und Dickschädel sind. Sehr, sehr schöner Kommentar. Und mit diesem Kommentar wirst du der Tyrannosaurus. Ich hoffe, dein Name... Kann ich das nochmal aufrufen? So. Ich hoffe, dein Name passt hier in den Tyrannosaurus... in die Namenszeile rein. Ich weiß es gar nicht. Der ist sehr, sehr lang. Ich probiere es aus. Immer besser klar. Passt tatsächlich. Sehr, sehr langer Name. Und da kommen wir zum Suchomimus. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du es hier schaffst. Der Suchomimus, ja, natürlich verschwindet er jetzt hier im Unterholz. Das ist gar nicht gut, weil dann kann man ihn nicht anklicken vernünftig. Suchomimus, würdest du bitte... Moment, das regeln wir. So, Suchomimus, hier ist kein Wald mehr. Und den Suchomimus, den übernimmt der Tim Vollbrecht mit dem Kommentar. Hashtag Suchomimus, weil er eine Unterart des Spinosaurus ist, wolltest du wahrscheinlich sagen. Herzlichen Glückwunsch mit diesem Kommentar. Bist du der Suchomimus und bist sozusagen, ja, unser Spinosaurus-Ersatz, würde ich mal sagen, wa? Ich benenne ihn natürlich auch um in deinen Namen, Vollbrecht. Groß- und Kleinschreibung ist egal. Pracht. Ja, erstmal vertippen, sehr gut. Der Tyrannosaurus schreit schon im Hintergrund. Und ich würde sagen, ich öffne dann die Tore, Leute. Und dann soll's hier losgehen. Ich bringe euch zurück, sobald die beiden aufeinandertreffen und kämpfen. Bis gleich. Lieber Tim, ich hatte natürlich noch einen Rechtschreibfehler in deinem Namen. Habe ich aber alles behoben, wie du siehst. Ich habe es bemerkt. Wir schauen uns natürlich jetzt den ersten Kampf aus Sicht von dem Tyrannosaurus Rex an.
Er stürmt jetzt hier auch auf jeden Fall zu auf den Suchomimus. Bleibt jetzt nochmal stehen, der Suchomimus ist gerade noch am Trinken und ich denke, wenn er gleich fertig getrunken hat, geht's hier los. Dann geht's ans Ganze für euch beide. Alleine kommt man immer besser klar und Tim Vollbrecht. Und dann werden wir sehen, wer von euch beiden eine Runde weiterkommt und hier dann die Chance auf einen Gewinn hat und ins Halbfinale einzieht. Jetzt geht's hier los. Die beiden brüllen sich an und der T-Rex schnappt direkt zu. Der T-Rex ist natürlich klar größer, aber bald soll ja ein Update kommen, dass die ganzen Dinosaurier geresized werden. Und jetzt schnappt er ihn nochmal zu. Alleine kommt man immer besser klar. Das sieht sehr, sehr gut aus hier für dich. Aber Tim schlägt zurück. Falls Tim jetzt hier noch einen Treffer landen kann, dann gleicht er hier zumindest, was die Anzahl an Treffern angeht, aus. Und das tut er, das tut er. Beide haben sich jetzt jeweils zweimal getroffen. Eieiei, das ist sehr, sehr spannend. Die beiden scheinen jetzt, wie wir es schon oft gesehen haben, auseinanderzugehen nach jeweils zwei Treffern. Aber hoffentlich geht es jetzt hier gleich weiter. Sonst setze ich hier natürlich gleich schnell einen Schnitt. Aber es geht hier weiter, so wie es ausschaut. Jetzt geht's hier ins Eingemachte, Leute. Wer jetzt hier Treffer landen kann, der entscheidet das für sich. Und das tut der T-Rex. Sie umkreisen sich. Und jetzt wiederum landet Tim wieder ein Treffer. Meine Güte, ist das hier schon wieder ausgeglichen? Das ist ja der Hammer. Das ist wirklich, wirklich spannend hier. Und Tim trifft ihn nochmal, den großen T-Rex. Und der T-Rex hat jetzt den Kopf unten. Kann sich der kleine Suchomimus. Und jetzt packt er ihn hier am Kopf und holt das Ding wirklich nach Hause. Der kleine Suchomimus erlegt hier den um einiges größeren Tyrannosaurus Rex. Und damit holt sich Tim Vollbrecht mit dem Suchomimus den ersten Kampf. Aber ihr wisst, Leute, das ist hier ein Best of Three. Das heißt, alleine kommt man immer besser klar. Du hast hier auf jeden Fall mit deinem T-Rex noch eine Chance. Wir werden die beiden gleich auf jeden Fall nochmal gegeneinander antreten lassen. Und dann werden wir sehen, ob du ausgleichen kannst oder ob Tim das Ganze hier für sich entscheiden kann. Ich finde es auf jeden Fall krass, was Modifikationen hier verändern können. Bis gleich. Kampf Nummer 2 steht an. Das Ganze diesmal aus der Sicht des Suchomimus. Und es geht jetzt auch direkt los. Schafft es der Suchomimus hier, den Tyrannosaurus Rex aus dem Wettbewerb zu schmeißen? Oder kann der T-Rex sich hier noch einmal fangen? Der T-Rex scheint hier auf jeden Fall zu kämpfen. Er schnappt hier zu und landet den ersten Treffer. Aber der Suchomimus schlägt hier direkt zurück. Also die beiden haben sich jetzt wieder jeweils einmal getroffen. Das wird hier wieder richtig spannend, glaube ich. T-Rex schnappt hier jetzt nochmal zu. Wenn er jetzt nochmal zuschnappen kann, dann kann er hier den Ausgleich machen. Jetzt umkreisen sie sich. Jetzt wird es hier nochmal richtig, richtig spannend. Wer landet hier den nächsten Treffer? Es ist der Suchomimus. Und damit haben sie sich wieder jeweils zweimal getroffen. Ich schätze mal, die beiden werden jetzt erstmal wieder auseinandergehen, so wie beim letzten Mal. Wir werden es sehen. Ja, es scheint mir ganz so. Und wir werden wieder sehen, ob ich jetzt hier einen Cut setzen muss oder ob die beiden direkt weiterkämpfen. Aber es scheint mir fast so, wenn der T-Rex jetzt nicht wegrennt, es scheint mir so, als wenn die beiden jetzt hier weiterkämpfen. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt werden wir gleich eventuell schon einen Gewinner küren können. Oder der Tyrannosaurus kann hier ausgleichen. Das werden wir jetzt sehen. Es ist auf jeden Fall hammermäßig ausgeglichen hier. Und der Tyrannosaurus schlägt nochmal zu. Der Suchomimus ist jetzt blutüberströmt hier. Die Gesundheit ist bei 17% nur noch. Ein Treffer noch von dem T-Rex. Aber Tim schlägt auch zurück. Unglaublich. Und Tim schlägt nochmal zu. Und ich glaube, damit
holt sich der Suche Mimus. Es sieht mir ganz danach aus. Der T-Rex-Hof ist unten. Und der Suche Mimus schnappt ihn. Und damit holt sich der Suche Mimus hier Runde 2. Und damit diesen Sieg gegen den Tyrannosaurus Rex. Der Tyrannosaurus Rex ist aus dem Wettbewerb. Der Suche Mimus ist eine Runde weiter. Das hätte ich auf keinen Fall erwartet. Also was die Modifikationen hier gerissen haben für den Suche Mimus ist echt heftig. Aber es war sehr, sehr knapp. Also die Gesundheit war gerade bei 17%, jetzt nur noch 20%. Das ist ein Treffer, der gefehlt hat. Aber, lieber Tim Vollbrecht, damit bist du eine Runde weiter und im Halbfinale. Und ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen für deinen weiteren Weg hier durch das Turnier. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Leistung heute. Und alleine kommt man immer besser klar. Du bist leider damit ausgeschieden. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Und falls ihr hier auch noch teilnehmen möchtet, ihr habt auf jeden Fall noch die Chance. Ich werde unten in der Videobeschreibung ein Video verlinken, bei dem ihr dann einen Kommentar hinterlassen könnt, mit welchem Dinosaurier ihr gerne in diesem Turnier teilnehmen möchtet. Guckt euch einfach das Video an, da wird alles erklärt, wie ihr das genau machen müsst. Aber bedenkt bitte, wählt nicht mehr den Tyrannosaurus oder den Suche Mimus. Die beiden sind schon vergeben. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Dandy.